Vorsichtig müssen sie sein auf dem Weg zu ihrem Versteck in den Bergen von Marokko, nahe der Grenze zu Ceuta. Jederzeit könne die Polizei auftauchen und ihr Lager zerstören, erzählen uns Salif und seine Freunde. Sie alle haben tausende Kilometer hinter sich. Von ihrem Traum Europa trennen sie eigentlich nur noch ein paar hundert Meter. Und der Zaun von Ceuta. Tiefe Schnittwunden zeigt uns dieser junge Mann aus Guinea. Die seien von seinen Versuchen, den Grenzzaun zu stürmen. Mein Vater ist tot, meine Mutter hat nichts, nicht mal zu essen. Ich bin der älteste Sohn und ich werde versuchen, Geld zu verdienen, um meiner Mutter zu helfen. Deshalb bin ich losgefahren. 2 Jahre sind sie bereits unterwegs, seit sie Guinea verlassen haben. Jetzt sitzen sie hier fest. Von insgesamt 50.000 Menschen ist die Rede, die von Marokko aus nach Europa wollen. Salif lauert hier bereits seit einem halben Jahr auf seine Chance. Es fehlt ihnen an allem. Der Zaun ist seine letzte Hürde. Ich habe viele Freunde, die es so nach Europa geschafft haben. Viele haben vor kurzem die Grenze überwunden. Wir vertrauen auf Gott, dass wir es eines Tages auch schaffen werden. Der Zaun von Ceuta soll sie aufhalten. 8 Kilometer lang, ausgestattet mit messerscharfem NATO-Draht, neben der Enklave Melilla, die einzige Grenze der EU in Afrika. Auf der anderen Seite des Zauns soll Alfonso Cruzado von der spanischen Guardia Civil diese Grenze sichern. Doch das gelingt in letzter Zeit nicht immer. Ende Juli schaffen es 600 Migranten, den verhassten Zaun zu stürmen. Die Polizei ist hilflos und spricht von noch nie dagewesener Gewalt der Flüchtlinge. Mit selbstgebauten Flammenwerfern, Ätzkalk und Enterhaken greifen sie an. Sie waren sehr gut vorbereitet und organisiert. Darüber hinaus waren sie so gewalttätig, dass wir gar nicht bis zum Zaun vordringen konnten. Sie bewarfen uns mit Säure und verhinderten mit aller Kraft, dass wir die Löcher, die sie in den Zaun geschnitten hatten, schließen konnten. Bossa, Bossa, rufen sie damals, Sieg über den Zaun. Nach Jahren der Flucht haben sie ihr Ziel erreicht. Das Auffanglager Ceuta platzt aus allen Nähten. 1 Jahr müssen sie hier bleiben, dann dürfen sie weiter auf das spanische Festland. Ein Antrag auf Asyl stellen hier nur die wenigsten, da auch kaum jemand von ihnen Chancen hat auf Asyl in Europa. Für die 80.000 Einwohnerstadt ist der Druck unterdessen kaum noch tragbar. Die Stadträtin beklagt, Ceuta werde mit seinen Problemen im Stich gelassen. Sie haben die Grenzen zu respektieren. Es geht nicht, dass die Migranten so über unseren Zaun herfallen. Wir haben gar nicht die Kapazitäten, um jeden hier aufzunehmen. Das wäre unmöglich. Auch deshalb zählen harte Kontrollen an Ceutas Grenze zum Alltag, ebenso stundenlange Staus. 20.000 Menschen reisen hier am Tag ein und aus. Viele Marokkaner leben vom Handel mit der spanischen Enklave. Für Alfonso Cruzado und die spanische Guardia Civil ist die Überwachung der Grenze eine Mammutaufgabe. 600 Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz. Mit Kameras kontrollieren sie die verschiedenen Abschnitte des Zauns und auch das Seegebiet der Straße von Gibraltar. Ein eingespieltes Team, das jedoch jetzt an seine Grenzen stößt. Große Menschenmengen aufzuhalten ist sehr kompliziert. Da braucht man schon eine gute Zusammenarbeit der marokkanischen und unserer Behörden. Normalerweise, wenn beide Seiten sich gut absprechen und alles klappt, dann erreichen wir unser Ziel. Gemeinsam stark sein, das wollen auch die jungen Männer in den Bergen von Marokko. Salif und seine Freunde planen bereits den nächsten Angriff. Sie wollen weg, denn sie leiden unter der Brutalität der marokkanischen Polizei. Essen finden sie nur auf einer nahegelegenen Müllkippe. Ein Softdrink, eine Gurke, eine verschimmelte Kartoffel. Das Leben hier ist unerträglich. In Marokko wimmelt es von Polizisten. All meine Freunde, die Guinea mit mir verlassen haben, haben es bis nach Ceuta geschafft. Was soll ich jetzt noch in Marokko? Ich bleibe hier, bis ich irgendwann auch reinkomme, so Gott will.
Der Mut der Verzweiflung treibt sie an. Für Salif und seine Freunde gilt Europa oder nichts.